Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo und zu Teil 2 meiner Geschichte vom Ankommen. Ja, bei mir ist immer noch der 18. Januar 2021, 25 Jahre später. Weil angekommen bin ich am 18. Januar 1996. Ja, Dinge, die man sich merken kann. Ja, wo war ich stehen geblieben? Mama? Wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall, danach sind dann meine Eltern, meine Großeltern, noch jemand? Nee. Ja, meine Eltern und meine Großeltern sind mit mir dann nach Hause gefahren. Und meine Großeltern haben damals noch im selben, haben auch noch hier gewohnt, ein Stockwerk jetzt unter mir. Also da drunten, da haben die gewohnt. Und dann war es so, dass mein Vater mich aus dem Auto geholt hat und da war ja überall Schnee. Und ich kam ja aus Brasilien und ich kannte Schnee nicht. Und dann habe ich meinem Papa da drauf gezeigt und gefragt, was ist das? Und dann hat er zu mir gesagt, Schnee. Und dann habe ich gesagt, ein Schnee und habe meinen Finger in den Schnee reingestippt. Und es war kalt. Das war eine interessante Erkenntnis damals. Und ganz witzig, aus diesem einen Schnee ist eine Tradition entstanden. Seitdem tun wir jedes Jahr am 18. treffen wir uns, also meine Eltern und ich. Und wir waren ja da zusammen. Und ja, und dann tun wir etwas in den Schnee dort, wo ich damals hingefasst habe, was reinmalen und sagen dabei ein Schnee. Das ist einfach so eine kleine Tradition. Und in den Jahren, in denen es keinen Schnee gab, haben wir Crush Days genommen. Also, das ist uns sehr wichtig. Und ja. Das haben wir heute jetzt gemacht. Und ich sage euch, meine Finger haben wehgetan. Es war echt kalt. Aber es ist Tradition. Und Tradition muss man hochleben. Und vor allem auch ausleben. Weil das Ding ist, so Traditionen haben halt etwas Schönes, weil sie eben, ja, sie beruhen auf einer Geschichte und das zurückerinnern kann dann einen sehr nostalgisch machen. Ja, und dann haben meine Eltern mich hochgebracht in die Wohnung. Komische Zeichen, die ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade so, ich weiß, das ist so witzig, wenn du sagst, hier in die Wohnung und man sieht nur eine Wand davon. Ja, haben sie auf jeden Fall, sind wir dann hier hochgekommen und dann, wenn man jetzt von hier diesen Platz aussieht, ist mein Zimmer dann dort und dann nach dort. Und da war dann ein Zimmer und das war geschmückt und alles und da war dann auch ein Bett und ja. Was gab es eigentlich an dem Tag zum Essen? Nichts mehr. Wir waren alle müde, ein bisschen trunken. Ja, es gab nicht mal. Ey, läuft bei mir echt nicht. Da habe ich noch so eine Geschichte, wo ich nichts zum Essen gekriegt habe. Ja, es gab da nichts zum Essen, dann gab es nur noch Trinken, weil es war wahrscheinlich echt schon spät und dann haben meine Eltern mich eigentlich auch schon zu Bett gebracht. Und ja, das war eine spritzige Angelegenheit, kann man so sagen, weil ich habe total Nasenbluten gekriegt. Also in den ersten zwei Nächten, wo ich hier geschlafen habe, habe ich Nasenbluten gehabt. Das war echt richtig derb. Und zwar, weil meine Eltern mich ausgerechnet auf eine Wasserader haben draufstellen müssen. Das wusste man nicht. Ja, ist okay, ihr wusstet es nicht. Kann man euch keinen Vorwurf machen. Macht man hier nur unauffällig, aber kann man nicht. Oma hat sich dann bloß daran erinnert, dass das beim Gex auch schon so war. Und meine Oma hat sich dann erinnert, dass es bei meinem Onkel auch schon so war, weil wir hier eigentlich keine Namen nennen. Ja, und dann hat man das Bett umgestellt. Und dann hat man halt das Bett umgestellt und dann ging es besser. Oder eben auch nicht, weil ich dann doch daran nicht geschlafen habe, weil ich dann doch irgendwann immer zu meinen Eltern rübergegangen bin. Nee, man hat die zweite Nacht das Bett umgestellt. Ja, klar, ihr habt das Bett umgestellt, aber das Ding ist, egal wo in diesem Zimmer das Bett steht, ich kann in dem Zimmer nicht schlafen. Bis heute nicht. Das ist total das lustige Phänomen. Ich habe ja ein Zimmer, in dem ich wohne und ein Zimmer, in dem ich schlafe, weil ich nicht in dem Zimmer schlafen kann. Ich vermute, dass das wahrscheinlich schon die ersten Sachen, wo ich halt bei sowas sensibel bin, dass ich diese Wasserader auch durchs ganze Zimmer spüre. Ja,
Und so war es halt, dass ich die ersten, also dass ich früher, als ich ein Kind war, immer bei meinen Eltern in der Mitte geschlafen habe. Und ja. War kuschelig warm. Und im Sommer war es furchtbar heiß. Aber wir waren zusammen. Ja, und dann habe ich halt mein Bett da, dann habe ich mein Bett da aufgestellt und da schlafe ich jetzt bis heute. Ich schlafe jetzt echt wie ein Stein. Also ohne Witz, also diese Umstellung hat mir echt gut getan, weil ich bin jetzt das Prinzip, ich gehe ins Bett und schlafe ein und dann am nächsten Morgen mit leichten Unterbrechungen. Also ich schlafe selten durch, aber hey, aber ich schlafe echt tief. Bei mir kann es klingeln, bei mir kann es Sturm klingeln, bei mir kann es Telefon klingeln, mich kriegt man nicht mehr wach. Also ich sage immer zu meiner Mutter, wenn du mich wecken willst, dann musst du fast schon vors Bett, also musst du bis zur Tür ungefähr auf dieser Ebene, wenn man bei mir vor der Tür steht, dann wache ich aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen sofort auf. Das ist total witzig. Ich kann es nicht sagen, wieso, aber es ist so, dass ich schlafe bis zu dem Zeitpunkt, wo einer bis kurz vor der Tür die Treppe auf dem Treppenaufgang steht. Und in dem Moment, wo da eine steht, wache ich automatisch auf und bin auch hellwach. Komisch, ne? Also, aber anders kriegt man mich dann auch nicht wach. Also, wenn ich schlafe, schlafe ich. Und da gibt es dann auch, da gibt es kein Pardon und keine Gnade. Also, ich schlafe, wenn ich schlafe, schlafe ich. Ja, und ja. Das habe ich von meinem Vater, glaube ich. Außer das mit dem Wachwerden. Das ist eine total komische Marotte. Ich sollte vielleicht mal fragen, ob es da, ob, also de, bei meinem Therapeuten, ob es da irgendwie einen Hintergrund dazu gibt, ne? Ja, das sage ich jetzt und dann denke ich auch bis zum kurz vorm Termin dran und dann nicht mehr. Aufschreiben. Oh, ich schreibe doch nicht so gern. Ja, nee, nicht mein Problem. Das Problem von unserem Schulsystem. Kinder so mit Schreiben zu traumatisieren, dass sie als Erwachsene noch nicht mal schreiben wollen. Ist ja nicht mein Ding. Da hat das Kultusministerium Scheiße gebaut. Pardon. Das ist jetzt aber ein echt krasser Schwenker, ne? Ja, aber zurückzukommen zu unserer Familiengeschichte. Ja. Hatten wir eigentlich viel Besuch in den ersten Wochen? Nee. Wir sind gezielt zu gewissen Leuten, um dich vorzustellen. Ich wurde vorgestellt, der genoblen Gesellschaft. Schick. Ach ja. Oh ja! Und dann irgendwann, als ich dann später, haben wir den heiligen Baum gepflanzt, ne? Okay, es klingt jetzt für alle Das total. war schon im September. Es war dann schon im September, also Ende des Jahres 1996. Haben Bekannte, Verwandte und ehemalige Kollegen von meiner Mom haben sich alle zusammengetan und dann haben wir bei meinen Großeltern im Garten einen schönen Baum gepflanzt, einen Apfelbaum. Und das ist der heilige Baum, weil das ist ein Baum, der sollte wachsen mit uns als Familie zusammen. Und heutzutage ist der total groß und stark, ein bisschen scheps, aber schön. So wie wir halt da sind. Ja, Ein bisschen und schräg, ja, aber ein bisschen cool. schräg, gut, stabil, aber stabil. Und leckere Äpfel. Und hat super leckere Äpfel. Er trägt halt süße Früchte. Wie unsere Familie eigentlich. Wir sind ein bisschen scheps, wir sind schräg, wir sind ein bisschen ungewöhnlich, wir sind schon lang zusammen und wir haben uns alle total gern, was die süßen Früchte sind. Weil die süßesten Früchte des Lebens ist doch eigentlich am Ende jemanden zu haben, der für einen da ist, nicht wahr? Und jemand, für den du auch bedingungslos da bist. Trotzdem schippe ich nicht. Also ich schippe, sobald meine Schuhe eingelaufen sind, ehrlich. Ja. Und seitdem haben mir meine Eltern alles gegeben, was ich ein kleines Kind wünschen kann. Sie haben mir gegeben ein Dach über dem Kopf. Sie haben mir. Kühlschrank gefallen. Komm nicht mit dem Kühlschrank. Das ist ein Kühlschranken vollen. Einen viel zu kleinen vollen Kühlschrank, weil er ist wirklich voll. Die Worte voll sind untertrieben. Also ich sag euch jetzt mal sowas. Also bei uns im Kühlschrank kannst du nicht mal mehr ein Kräumchen Butter reintun. Das ist echt, als ob da irgendwie jemand den Kühlschrank hätte Vollstopft. vollstopft.
So, und das ist jetzt der Moment, in dem ich merke, dass ich jetzt lieber nichts sage, weil ich bin die, die das macht. Ich merke gerade selber. Ja, sie haben mir Träume gegeben, weil ich habe. Ich sag's, wie es ist. Als ich adoptiert wurde, war das Einzige, was ich gedacht habe, wenn ich 18 Jahre alt werde, bin ich wirklich, wirklich alt geworden. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass nach 18 überhaupt noch was kommt. Es war für mich so, als ein Kind das Favela-Leben Brasiliens kennt, wo die Leute nicht, wo viele nicht älter werden als 18. War es für mich schon so ein totales Lebensziel-Ding. Ich will nur 18 werden. Wenn ich 18 Jahre alt geworden bin, dann bin ich wirklich alt geworden. Und ja, und als ich dann 18 geworden bin, da ist mir irgendwie, da bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich echt nicht gewusst habe, was mache ich jetzt. Ich habe ja mein Lebensziel sozusagen erreicht. Ich habe das, was ich eigentlich immer wollte zu erreichen, erreicht gehabt. Und ich war zu jung für meine Verhältnisse, um jetzt Kinder zu kriegen. Weil ich hab mir das nicht zugetraut. Ich war zu zickig, um irgendwie irgendwas zu tun. So arbeitstechnisch ging auch nichts. Und dann habe ich echt nicht gewusst, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen. Und dann hat mein Vater mir gesagt, ja, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Leben machen willst, dann leb halt einfach. Das war so ein lapidarer Beisatz, aber seitdem hat sich meine Lebenseinstellung auch so ein bisschen verändert und ich habe mir seitdem immer gesagt, ja, ich lebe jetzt erstmal nicht mehr nur für das Ziel, irgendwann mal Kinder zu kriegen und so oder für das Ziel, irgendwie irgendwas zu erreichen müssen, sondern ich lebe jetzt einfach wirklich mal nur für mich, damit ich da ja einfach mal ums Leben zu leben und zu erleben. Klingt das jetzt doof? Und das ist irgendwie so ein Geschenk, das mir meine Eltern auch noch gegeben haben, mitgeben, und zwar jeden Tag mir die Möglichkeit zu geben, ein Leben zu leben ohne. Ach ja, übrigens, im Ofen ist noch ein halber Burger, falls du den willst, fällt mir gerade Oh ja. ein. Entschuldigt. Welchem Ofen? Da, wo er immer ist, du weißt schon, Uroma. Hagelofen. Ja. Ist so ein Halloumi-Ding. Ja, entschuldigt, ich wusste das nur meiner Mutter sagen, weil nachher ist das ja, dann ist es nicht mehr schön und dann ist das alles. Also ist mir gerade so eingefallen zum Thema geben. Ja, und. Ja, und das ist irgendwie so das Ding, das ist das, wo ich sagen muss, was ich lange gebraucht habe, um es zu erkennen, aber als ich es erkannt habe, habe ich es als das größte Geschenk wahrgenommen. Es ist nicht das, was dir die Eltern geben an Materiellem, sondern das, was sie dir an Sicherheit geben, was dich am Ende des Tages zu dem macht, der du bist. Ja, und das ist mein abschließendes Wort zu unserem Jahrestag. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dann. Tschüss.